Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Frau Demuth, herzlichen Dank für dieses beeindruckende Plädoyer für die Soldaten der Bundeswehr. Sie können sich vorstellen, es hat mir gut getan, als Stabsoffizier, der 40 Jahre lang diesem Land gedient hat. Das war sehr gut, aber eigentlich am Thema vorbei. Das war eigentlich am Thema vorbei. Und ich hatte mir eine Einleitung hier vorgenommen, die ich jetzt aber streichen werde. Worauf ich hinweisen möchte, was ganz wichtig ist, wenn wir uns mit dem Thema befassen, und da hat sich auch Herr Schweizer im Grunde davon gestohlen, Frau von der Leyen, ist nicht das Thema, hier geht es um die Bundeswehr an sich und um die Jugendoffiziere. Und da empfehle ich wirklich mal den Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr zu lesen. Da steckt nämlich auf 15, 20 Seiten sehr genau drin, was denn diese Leute das der Schuh drückt. Und da kann man nachlesen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern fast gar nicht Rheinland-Pfalz auftaucht. Es werden dort Aktivitäten dargestellt und da hat man natürlich recht, wenn die CDU sagt, gerade Rheinland-Pfalz, ein wichtiger Bundeswehr-NATO-Standort, das ist richtig, aber Rheinland-Pfalz hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert bisher. Warum ist das so? Liegt es vielleicht daran, dass unser Landeskommando nur etwa vier hauptamtliche Jugendoffiziere, vielleicht damit etwas zu schwach aufgestellt? Oder liegt es vielleicht daran, und jetzt komme ich eigentlich zum Punkt, dass viele Lehrer befürchten, bei der Einbindung der Bundeswehr in ihren Unterricht Konflikte mit Kollegen und dem Elternbeirat befürchten, wie es im Jahresbericht der Jugendoffiziere drinsteht, meine Damen und Herren, das habe nicht ich gesagt, sondern das sagen die. Oder setzt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Lehrer möglicherweise unter Druck, wenn sie unwissend fordern, die Bundeswehr muss draußen bleiben, Friedensbildung statt Militärwerbung, und damit ganz bewusst falsch informieren? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass die Landesregierung doch eher den Kooperationsvertrag mit dem Netzwerk Friedensbildung Rheinland-Pfalz pflegt, dem so altbekannte Akteure aus der Friedensbewegung, den ich noch gegenüberstand, wie die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner angehören. Diese Leute haben damals Kasernen blockiert und die Bundeswehr auf das Übelste verunglimpft und bringen heute unseren Schülern Sicherheitspolitik bei, sehr seltsam. Sicher scheint auch zu sein, dass außer einer grundsätzlich ideologischen Ablehnung von Soldaten darüber hinaus auch kein tatsächliches Interesse und Bewusstsein für den verfassungsmäßigen Auftrag der Bundeswehr vorhanden ist. Meine Damen und Herren, es entspricht dem Selbstverständnis unseres Grundgesetzes nach Artikel 87a, dass die äußere Sicherheit die Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes ist. Und bei der Frage, ob und in welchem Umfang Jugendoffiziere an Schulen eingeladen werden, geht es eben deshalb nicht um eine Haltung zur Bundeswehr, wie es in Ihrem Antrag heißt, sondern um die verfassungskonforme und sachliche Wissensvermittlung in der politischen Bildung, eben die Legitimation der Streitkräfte als Parlamentsarmee, ihre Aufgaben und ihren Auftrag im Rahmen der aktuellen Konzeption der Bundeswehr und ihre Folgedokumente zu erläutern. Das ist der Auftrag, und es geht ausdrücklich nicht darum, die Aufgabe von Jugendoffizieren, Nachwuchswerbung und Karriereberatung für die Bundeswehr zu betreiben. Ausdrücklich nicht. Jugendoffiziere stehen aber nicht nur für den Unterricht von Schulklassen zur Verfügung, sondern auch zur Aus- und Fortbildung von Referendaren und Lehrern. Aus dem letzten Jahresbericht geht in diesem Zusammenhang hervor, dass, ich zitiere, so gut wie keiner der Referendare auf praktische Erfahrung mit der Bundeswehr aus eigener Dienstzeit als Soldat zurückgreifen kann. Natürlich nicht. Mit der regelmäßigen Einberufung großer Teile der wehrfähigen jungen Männer war die Bundeswehr fest im öffentlichen Bewusstsein der Gesellschaft verankert. Auftrag und Dienst der Streitkräfte waren den Bürgern aus eigener Erfahrung oder aus dem familiären Umfeld wohl bekannt. Mit Aussetzung der Wehrpflicht 2011, dem Ende der bipolaren Bedrohungsszenare und der Umstrukturierung zur Einsatzarmee mit weltweiten Einsatzgebieten hat sich auch das Bild der Bundeswehr in der Öffentlichkeit stark gewandelt und liegt heute viel mehr im Nebel der Spekulation und der Unwissenheit. Das zeigt ja auch die Diskussion in der Regel um und über die Bundeswehr. Wer setzt die Bundeswehr ein? Warum sind wir in Afghanistan oder in Mali? Was ist die NATO, die OSZE, die VN? Was ist mit der persönlichen Schutzausrüstung? Wie gehen unsere Soldaten, die Familien mit der Bedrohung, mit Tod und Verwundung um? In diesem Umfeld, in diesem komplexen Umfeld, ist die Bildungsarbeit von Jugendoffizieren noch wichtiger denn je. Deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Herausforderungen von Auslandseinsätzen, Verhältnis von Bundeswehr und Gesellschaft
Staatsbürger in Uniform, innere Führung, all das sind wichtige Themen und damit unterstützen die Jugendoffiziere. Die Verantwortung für den Unterricht und die Lernziele trägt dabei immer der Lehrer. Es sind also nicht die Soldaten, die in die Schulen gehen und irgendetwas erzählen, was nicht mit den Lehrern vorher abgestimmt ist, haben Sie, Herr Schweizer, ja auch dankenswerterweise so gesagt. Mit unserer kleinen Anfrage, und vielleicht hätte man die auch noch abwarten können, Frau Demuth, die wir gerade gestellt haben, vom 26. April, wollen wir die Situation der Jugendoffiziere speziell in Rheinland-Pfalz klären. Und ich glaube, dass das doch, Herr Schweizer, ein Thema ist für Rheinland-Pfalz. Das werden die Antworten zeigen. Dabei interessiert uns nicht nur, wie viele hauptamtliche und nebenamtliche Jugendoffiziere und Jugendunteroffiziere, die gibt es nämlich auch, in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen, oder wie viele Schulen in Rheinland-Pfalz im Jahre 17 und 18 einen Besuch durch Jugendoffiziere angefordert haben, sondern auch, ob es in Rheinland-Pfalz Schulen und Organisationen gibt, die sich aktiv gegen den Besuch von Jugendoffizieren an Schulen einsetzen. Auf die Antworten der Landesregierung bin ich durchaus gespannt. Die bestehenden, ich komme zum Schluss, die bestehenden Kooperationsverhandlungen zwischen dem Kultusministerium und der Bundeswehr, die im Übrigen der Herr Kollege Köbler noch letztes Jahr oder bei der letzten Legislatur in Frage gestellt hat, werden wir sehen. Meine Damen und Herren, bis dahin wünsche ich Ihnen, den Jugendoffizieren, viel Erfolg bei Ihren wichtigen Arbeiten im Parlament und für Ihre neutrale Bildung und wünsche Ihnen als alter Kamerad viel Soldatenglück. Dankeschön.